Alles, was ich dir sagen will, ist, es gibt kein besseres Erlebnis in der Bundesliga als ein Eintracht-Heimspiel. Aber das Ding ist ja, für ein gutes Bundesligaspiel oder generell für ein geiles Fußballspiel brauchst du auch geile Auswärtsfans. Aber nicht in Frankfurt, die hörst du eh nicht. Du kannst nicht einfach nur Frankfurt-Fans 90 Minuten lang zuhören, das funktioniert nicht. Es sind die besten Fans der Liga, haben wir gerade gelernt. Machen wir es jetzt oder nicht? Ja, dann machen wir das. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dieses Spiel wird der größte Schrott. Frankfurt Hertha sind immer furchtbare Spiele. Ich bin noch nie mit Nico Auto gefahren. Ich bin auch nicht mit dem Auto gefahren. Guck mal, wir kommen gar nicht los. Aha! Jawohl. Ach du Scheiße. Jetzt machen wir erstmal den Warnblinker aus. Damit herzlich willkommen zum OneFootball-Auswärtsspiel, präsentiert von Bertha, nicht von Hertha. Wir fahren nach Frankfurt und wir gehen zum Spiel Eintracht gegen Hertha BSC. Freitagabend, Flutlicht, eiskalt, Regen, was will man mehr? Ich habe richtig Bock, vor allem richtig Bock, mir meine Füße und Finger abzufrieren. Ja? Es wird ja generell einfach kein schönes Spiel, denke ich mal. Aber das Ding ist ja, wir gehen ja nicht nur nach Frankfurt zum Spiel. Ja. Du wirst mich ja auch ein bisschen rumführen in Frankfurt. Ich war zwar schon ein, zwei Mal da, aber noch nie so wirklich mit einem Local, der weiß, wo es gut ist. Und das werden wir auf jeden Fall machen. Und ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich hasse jede Sekunde hier. Ich hasse alles. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Diese Saison ist in a nutshell genau das, was Eintracht Frankfurt ausmacht. Wir sind reingestartet, wir haben 17 Punkte nach 9 Spielen oder sowas, wo du denkst, das riecht nach Europacup die Saison. Ne? Weil wenn du das ja hochrechnest und vor allem guckst du aufs Programm und denkst, ach so schwer sind die Gegner jetzt gar nicht im Herbst und im Winter. Und was passiert? 2 Spieltage, 3 Spieltage vor Ende der Hinrunde steckst du, ja, eigentlich im Abstiegskampf. Und das ist Eintracht Frankfurt in der nutshell. Eintracht-Fan ist 90% Scheiße. 90% Scheiße fressen ist Eintracht-Fan sein. Ja, aber ich verstehe dich da 100%, weil das Gleiche ist auch einfach bei der Hertha. Herzlich willkommen bei der Selbsthilfegruppe OneFootball auch an dieser Stelle, denn nichts anderes sind wir derzeit, muss man glaube ich sagen. Du bist ja schon West-Berliner, aber aus Neukölln, richtig? Ja. Also du hättest theoretisch auch Unioner werden können. Für mich stand es irgendwie trotzdem nie zur Debatte, weil alle in meinem Freundeskreis waren Hertha-Fans. Ja. Und ich hatte nie den Bezug zur Union einfach. Was ist es denn an Hertha? Was hat dich denn an Hertha überhaupt gekriegt? Das ist halt so ein Berliner Ding. Ich glaube, du musst Berliner sein, um Hertha-Fan zu werden. Du kannst nicht irgendwie in Frankfurt oder in München, ist ja sowieso vorbei. Weil eigentlich gibt es nichts an dem Club, was geil ist. Es ist schwer, einfach von woanders Hertha-Fan zu werden. Und trotzdem, ich wurde ja von einem Kumpel damals mitgenommen, da war ich in der 2. Klasse oder so. Ja. Und seine Mama hat mir noch eine Hertha-Flagge auf die Pfanne gemalt und so. Vorher hatte ich gar nichts mit Fußball zu tun. Und wenn du in dieses Stadion kommst und du siehst Hertha spielen, und das ist nicht mal ein gutes Spiel. Ich glaube, es war Hertha Stuttgart und wir haben 0-2 verloren. Ja. Aber es ist trotzdem, du wirst gefangen und es ist wirklich einfach das geilste Gefühl. Das ausverkaufte Olympiastadion ist das geilste Stadion in Deutschland, sage ich jetzt ganz ehrlich. Ich nicht. Du siehst das geilste Stadion in Deutschland morgen. Ich habe so Bock, ich weiß wirklich nicht, ich denke die ganze Zeit darüber nach, wenn ich das letzte Mal im Heimspiel war. Es ist so lange her, ich schäme mich. Also Nico. Yeah. Wir fahren ja nach Leipzig für 2 Sachen. Die eine Sache ist, weil wir zu meinem Verein fahren, fahren wir zu einem Verein, der mit der Eintracht eng befreundet ist, zur BSG Chemie. Ein Leipziger Traditionsverein mit einer ganz tollen Geschichte, erzähle ich euch gerne nachher noch ein bisschen mehr. Und ich wollte es einfach machen. Wir kommen, wir fahren einfach hin, wir gucken, ob wir reinkommen. Wenn nicht, stehen wir davor und dann können wir einfach mal sagen, wir sind da gewesen. Wir müssen aber vor allem auch tanken, Flo. Wir haben noch 146 Kilometer Tankfüllung. Ich sag ja immer, Hertha füllt mein Herz mit Liebe und Bertha füllt unseren Tank mit Benzin. Bertha hat uns angesagt, Leute, fahrt dahin, Roadtrip, Baby. Aber ihr müsst auch noch tanken und das machen wir dann mit der Bertha-App. Das Einzige, was man nämlich machen muss, ist die App aufmachen und dann reinschauen und dann wird dir direkt angezeigt, hey, in x Kilometern ist eine Tankstelle. Du klickst auf diese Tankstelle und dann leitet dich die App zur Tankstelle. Und das Besondere ist, du zahlst mit der App. Du fährst drauf, machst voll, fährst weiter. Wir haben es geschafft, wir sind an der Tankstelle. Die 5 kannst du mal nehmen. Ja, machen wir. Und dann tanken wir. Gehst du tanken, ne? Wird gebärtert. Viel Spaß. Es ist eine reine Benzinwerbung. Benzin! Aber bevor er tanken kann, müssen wir erstmal Bertha Pay starten. Wir wählen unsere Zapfsäule auf, das ist die 5. Klicken auf Weiter. Jetzt tanken! Nico tankt! Und wir sind durch. Zahlung erfolgt. Du kannst jetzt losfahren. Nice, sag. Und wir fahren jetzt zu BSG Chemie. BSG. BSG. Und da sind wir auch schon.
Und damit herzlich willkommen am nächsten Stopp unserer Etappe. Boah, Alter. Ja. Herzlich willkommen im Alfred-Kunze-Sportpark, der Heimstätte der BSG Chemie Leipzig. Ein ganz besonderer Verein und ein enger Freund der Eintracht aus Frankfurt. Alleine dieser riesige Steher. Einfach in der Sonne. Ja. Sieht richtig geil aus. Denn was fehlt diesem Stadion? Was fehlt? Ziemlich alles. Flutlicht. Und man braucht Flutlicht natürlich. Dieser Verein ist aufstrebend, dieser Verein geht nach oben, kann aber eigentlich nicht in höheren Ligen spielen ohne Flutlicht. Ja. Und darum geht es hier gerade. Und deshalb war die Eintracht auch vor einigen Monaten hier zu einem Benefizspiel, hat noch einen ordentlichen Check dagelassen. Und kann man hoffen, dass es bald soweit ist, dass hier das Flutlicht reingestellt wird. Ganz im Ernst. So ein Stadion muss für immer bleiben. Ich finde es komplett überragend, dieses Stadion. Das ist ja echt was Besonderes. Alleine dieser riesige Stehblock. Ja. Ich meine, da wird ja niemand sitzen. Nee, da stehen sie alle. Das sieht echt geil aus. Das ist was Besonderes. Die Diabolos stehen da, soweit ich weiß. Okay, Leute, ich muss sagen, BSG Chemie Stadion ist schon echt gar nicht mal so hässlich. Einfach Perle. Einfach eine Perle. Es ist wirklich was Besonderes. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen sehr glücklich, dass wir da waren. Das hat eigentlich immer auf meiner Bucketlist gestanden. Ich war ja nicht da beim Flutlichtspiel und jetzt haben wir das gemacht. Wir haben uns noch die ganze Zeit genervt. Ja, das stimmt. Ich habe euch die ganze Geschichte erzählt. Wir haben jetzt noch gut 4 Stunden Fahrt bis Frankfurt. Und willst du noch was loswerden, Flo? Ich bin hyped und habe richtig Bock auf morgen, aber auch ein bisschen Angst. Aber ansonsten... Es wird geil! Es wird... Geil! Morgen, Nico! Morgen ist es nicht mehr. Wir sind ganz ehrlich, es ist 14 Uhr. Ich habe ein bisschen meine Stimme verloren letzte Nacht. Wie das passiert ist, darüber kann und will ich nicht reden. Es ist einfach so. Wir stehen hier, Flo, mitten in Frankfurt auf dem Römer und das ist ein ganz besonderer Platz. Ja, das freut mich. Warum ist das so? Hier ist gerade Weihnachtsmarkt und es ist wunderschön und hier sind Lichterketten und so weiter und so fort. Das ist nicht der Grund. Okay. Sondern dieser Balkon, hier oben direkt hinter uns, das ist der Balkon, auf dem A. Eintracht Frankfurt und B. bis 2014 die deutsche Nationalmannschaft jeden Titel gefeiert hat. Das heißt, also bei Frankfurt war es DFB-Pokal. 5-mal. Ja, ey, was habt ihr denn, Zweitligameister? Okay? Da oben standen also Weltmeister, Pokalsieger und noch niemals im ganzen Leben irgendein Herr Thaner, Freunde. Niemals. Und das wird auch so bleiben. 2014, wo hat man sich dann überlegt, dass man auf der Fanmeile feiern will, ist auch okay. Eine Sache, wir haben heute ein bisschen was vor. Wir gehen gleich mal was essen, wir gehen was trinken. Ja. Das Essen habe ich richtig Bock. Ich führe dich ein bisschen hessisches Kulturgut ein. Und ich möchte, dass du darauf achtest, wie viele Eintracht-Logos du in der Stadt siehst. Wir sind ja hier auf dem Weihnachtsmarkt und alleine hier habe ich schon so viele Sticker gesehen von Eintracht. Schokoäpfel mit Frankfurt-Farben. Da musst du darauf achten, der Adler ist überall, das ist tief verwurzelt in dieser Stadt. Nico. Auch tief verwurzelt? Mir wird kalt. Ja. Und wisst ihr, was wir jetzt machen, Freunde? Wir gehen jetzt einen heißen Äppler trinken. Heißen Apfelwein. Für Florian. Ich kenne Apfelwein, aber ich habe keine Ahnung, wie das heiß schmeckt. Let's go. Hier steht heißer Apfelglühwein. 11 Trinken, 10 Zahlen. Ich glaube, so viele brauchen wir nicht. 11 Trinken, 10 Zahlen? Was hast du vor heute? Wenn du davon 11 Stück trinkst, dann gehst du heute Abend nicht ins Stadion. Aber wir machen es. Wir würden nochmal 2 Apfelglühwein nehmen, bitte. Ich brauche 2 Euro von einem von euch beiden. 2 Euro, bitte. So läuft das nämlich auf Drehs. Also, Nico, ganz ehrlich, das sieht halt aus einfach wie dampfendes, heißes Bier. Und das hört sich ja schon mal nicht so geil an. Das hört sich nicht so geil an, das stimmt. Aber es ist halt kein dampfendes, heißes Bier. Also, es fühlt sich auf jeden Fall schon mal sehr schön an, in meinen kalten Händen. Haben wir schon geprostet? Ja, haben wir schon. Okay. Ist auf jeden Fall gut warm, gut alkoholisch, aber es schmeckt richtig geil. Es ist mega lecker. Schmeckst du wirklich? Ja, ist gut. Nice. Man kann es trinken und ich glaube, das wird nicht der einzige bleiben heute. Mal gucken. Es ist kalt, wir sind in Frankfurt, ne? Weihnachtszeit, bietet sich ein bisschen an. Wenn man sich in Frankfurt ein bisschen auskennt, dann weiß man, wir sind in der Klappergasse und wir gehen zur Frau Rauscher, wo der gute Flo ein bisschen was zu essen bekommen wird. Aber nur, wenn ihr mir vorher das einmal vorliest. Das ist dein Eintrittspreis, das Frau Rauscher. Ach du Scheiße. Die Frau Rauscher aus der Klappergasse, die hotte Beule am Ei. Ob's vom Rauscher, ob's vom alten Kind, das klärt die Polizei. Das war widerlich. Widerlich. Das war so schön. So, nee, komm, eigentlich hast du den Eintritt nicht verdient, wir gehen aber rein. Okay, ich habe Hunger. Ja. Aber ich habe auch ein bisschen Angst.
Du hast auch nicht den Hauch einer Ahnung, was auf dich zukommt. Aber wir haben gestern schon im Auto eine Sache besprochen. Ja. Wir machen eine gewisse Challenge. Wir bestellen uns Handys mit Musik. Mhm. Und mag ich nicht. Muss ich ganz ehrlich gestehen, mag ich nicht. Wenn du aber einen ganzen aufisst, esse ich einen anderen. Also dann esse ich einen zweiten. Ja, ist eine geile Challenge. Ja. Und dann ist es auch ein bisschen... ich habe sowas von keinen Bock drauf. Ich weiß. Aber wird es gar nicht geben. So, wir gehen jetzt hier rein zu Frau Rauscher, einem der renommiertesten Appleboy-Restaurants in Frankfurt. Und dann machen wir jetzt, oder? Let's go. Nicht Angst. So, es ist soweit. Gute. Da ist er aber schon, der Kollege. Ich habe eine Karte gefunden. Ja. Yeah. Und die Gans hört sich ganz gut an. Ja? Kriegt er aber nicht. Kriegst du nicht. Auf gar keinen Fall. Okay. Was empfiehlst du denn für jemanden, also für einen Berliner? Auf jeden Fall zum Trinken erstmal einen Wempel. Als Vorspeise empfehle ich den Handkäse. Als Hauptspeise entweder grüne Soße mit Schnitzel und Bratkartoffeln oder grüne Soße mit Kartoffeln und alles ganz traditionell. Also was wir machen? Wir nehmen beides. Beides? Ja. Freunde, gleich gibt's Essen für den Kollegen Flo. Und dann wird's richtig spannend, weil ich glaube, damit kriege ich ihn. Das kann ihm nicht schmecken. Was sagt man in Hessen? Prost. Ansonsten würde ich sagen, trink mal eine Rahne. Trink mal eine Rahne. Okay. Yes. Das sieht ja, gut aus. Jawohl, das sieht sehr, das sehr sieht gut richtig aus. Geil aus. Das hier sieht überhaupt nicht geil aus. Das sieht sogar so ungeil aus, dass ich einfach erstes Brot auf. Du bist als Gast Frankfurts hier heute und da muss man auch mal ein bisschen was probieren. Also natürlich, das hier ist halt die Vorspeise, ne? Alles das gut. Sieht so eklig wir aus. Wir wollen doch auch probieren. Handkäse nicht mit Gabel. Brauchst keine Gabel für. Schneidest du einfach nur ab, so. Wenn du im Restaurant bist, machst du erstmal natürlich ein Butterbrot dazu, ja. Richtig viel Butter, weil der Käse relativ mager. Was ich jetzt aber mache, ist, ich nehme trotzdem die Gabel, weil ich will ja einen guten Taste von allem. Schon verloren. Handkäse mit? Musik. Ich habe das letzte Mal Handkäse gegessen, 10 Jahre her oder sowas, und habe entschieden, ich hasse es, ich mag es nicht, ich werde es nie wieder probieren. 10 Jahre später, ich bin jetzt 30 Jahre alt, probiere es, weg. Es ist ziemlich lecker. Ich hasse jede Sekunde hier. Ich hasse alles. Da sind wir tatsächlich im Frankfurter Stadtwald, direkt vorm wunderschönen Waldstadion, wo wir gleich hoffentlich einen Heimsieg sehen werden. Ich fühle mich irgendwie, als würde ich gleich angegriffen werden. Ach. Und vor allem bin ich gerade in eine Pfütze getreten, das heißt, mein Schuh ist komplett nass. Die Pfütze war so tief. Dein Tipp für heute? 2-0 Heimsieg. Ich sag ein richtig dreckiges 2-1. Für Eintracht? Für die Eintracht, ja. Kann ich auch mitleben. Sehr traurig. Wir gehen jetzt rein, wir gucken, was geht. Wir essen eine Wurst, wir trinken ein Bier. Flo, ganz im Ernst, du hast dich ordentlich geschlagen heute. Dankeschön. Ich fühle mich jetzt wie ein richtiger Hesse. Willst du gleich nochmal einen Äppler haben? Nee, übertrieben nicht. Okay, gib zwei. Keine Stimme mehr. Ich schon ein bisschen, aber kann man verstehen. Du hast dich gut geschlagen, Herr Hesse, muss ich ganz ehrlich sagen. Dankeschön. Du hast es verdient, hier im Stadion gesessen zu haben. Am Ende des Tages war es ein übertrieben seltsames Spiel, aber ein sehr schönes Wochenende. Wobei, das Wochenende fängt gerade erst an. Es ist Freitag. Noch wie so mehr Zauber. Ab ins Moosleck. Bis dahin, Freunde. Danke, Herr Weimar. Macht's gut.